Ideen bestimmen unser Handeln. Ihr findet, dass es euch trotz vieler Anstrengungen nicht gelingt, euch zu verändern und dass alle guten Vorsätze nichts nützen? Verliert nicht den Mut, denn tiefgreifende Veränderungen können unmöglich auf einmal eintreten. Sie brauchen Zeit. Habt ihr ständig gute Vorsätze im Sinn, dann werdet ihr früher oder später so handeln, wie ihr es wünscht. Beobachtet eine Schlange. Wenn sie in ein Loch hineinschlüpfen möchte, schiebt sie zuerst den Kopf hinein und wie lang der Körper auch sein mag, am Ende muss wohl oder übel auch der Schwanz folgen. Da sie sich in Wellenlinien fortbewegt, mag es so aussehen, als bewege sich der Schwanz in entgegengesetzter Richtung zum Kopf, aber am Ende geht doch der Schwanz den gleichen Weg wie der Kopf. Denn sie sind nicht getrennt und der Schwanz folgt immer dem Kopf. Der Kopf symbolisiert die Fähigkeit zu überlegen, nachzudenken, ob man diese oder jene Richtung einschlagen soll. Und zwangsläufig folgt der übrige Körper, das heißt die Ausführung, die Verwirklichung, wenn man immer bemüht ist, richtig zu denken. Das ist der Vorteil. Selbst wenn ihr gegenwärtig nicht in Übereinstimmung mit euren Vorstellungen handelt, werdet ihr, falls ihr weiterhin darauf beharrt, wenigstens eine gute mentale Einstellung aufrechtzuerhalten, schließlich doch alle widerspenstigen Kräfte in euch mitziehen und so handeln, wie der Geist es diktiert. Man hat noch nicht begriffen, wie wichtig eine gute Lebensphilosophie ist. Viele bilden sich ein, sie dürfen allen möglichen Ideen gegenüber aufgeschlossen sein, ohne dass dadurch ihr Verhalten verändert würde. Nein, sie haben noch nicht verstanden, dass der Schwanz dem Kopf folgt. Also Vorsicht, jeder muss täglich die Gedanken überwachen, die er in seinem Kopf hineinlässt. Sind sie anarchistisch und unmoralisch, dann wird eines Tages auch sein Verhalten anarchistisch und unmoralisch sein. Dieses Gesetz gilt für das Böse wie für das Gute. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.